Das bringt mich auf die Palme. Dich auch? Wenn du auch an die Grenze deiner Geduld kommst, musst du eine Entscheidung treffen. Habe ich es dabei mit einer Mücke zu tun oder mit einem Elefanten? Im Nachhinein entpuppt sich so manch ein großer Elefant doch als eine kleine Mücke. Also ich habe die Wahl, beiße ich in die saure Zitrone oder mache ich daraus eine leckere Limonade. Ich kann mein Leben versauern oder versüßen. Was heißt das? Nimm doch nicht alles gleich persönlich. Wenn jemand einen vereinbarten Termin verpasst, kannst du dann natürlich darüber ärgern und wütend sein. Oder du siehst das als eine Gelegenheit, um andere Dinge zu tun und andere Wege zu gehen. Das Buch der Sprüche sagt diesbezüglich Folgendes. In Sprüche 15, Vers 18. Ein Hitzkopf fängt Streit an. Ein besonderer Mensch aber versucht zu schlichten. Dazu ein Beispiel aus meinem Leben. Über die Zeit, als ich noch jung, voller Elan und Tatendrang war, erzählt mir meine Irene gerne eine folgende Geschichte. Natürlich aus ihrer Sicht, nicht aus meiner Sicht. Wenn mir etwas nicht gepasst hatte, brachte mich das in Windeseile auf die Palme. Sie meinte das ganz weit nach oben. Angeblich blieb ich dort oben für längere Zeit von jeglichem Radar verschwunden, sodass sie mich beim besten Willen nicht orten konnte. Entsprechend lange dauerte es, bis ich wieder heruntergekommen war. Ich kann mir das heute zwar nicht vorstellen, aber wenn sie das sagt, dann muss doch da wohl etwas Wahres dabei sein. Nun, wie löste ich diese Herausforderung? Ich habe mich entschieden, ich habe diese Palme abgesägt und daraus eine Bank gemacht. Eine Bank, auf der ich mich hinsetzen und mit meinen Mitmenschen das Gespräch führen kann. Natürlich, vorausgesetzt, wenn sie das auch wollen. Wenn nicht, ziehe ich mich allein auf diese Bank zurück, komme ich zur Ruhe und sinne über das, was geschehen war, nach. Deshalb empfehle ich dir und mir, sei geduldig mit dir und deinem Gegenüber, auch wenn nicht alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Und vergiss dabei nicht, wenn du auf deine imaginäre Palme hocheilst, musst du irgendwann darunter. Und je nachdem, wie weit du nach oben kletterst, wirst du auch von vielen Menschen leider gesehen werden. Deshalb zu Ende ein Zitat von Andreas. Er sagte Folgendes: Ungeduld führt schnell zum falschen Ziel. Also runter von der Palme, mach eine Bank draus, das hilft.